Es geht aber, wenn ich sage, ich bin's. Dieses Ich ist jetzt nicht das, was du dir denkst, das ist nicht der Udo, den du dir ausdenkst, sondern das ist der Geist, der dich das denken lässt. Und da du nur von oben nach unten schauen kannst, hast du einen Trick. Du kannst einen Trick, weil du anhand der Bilder erkennst, du, was hinter dir steht, was den Einfallspinsel in Bewegung setzt. Und das ist jetzt noch lange nicht Gott, das ist erst einmal dein Intellekt und dein Wissen glauben. Und dann kannst du wieder fragen, und wer inspiriert diesen Maler, dass er diese Bilder malt? Und dann gehst du jetzt in die andere Richtung. Das ist diese andere Richtung, ist jetzt, wo ich dir gerade gesagt habe, den Hintergrund suchen kriegst du nicht durch Spezialisierung. Mach dich nie zu einem Fachidioten, weil dann gehst du immer ins Kleine, du zerhackst ein Bild in ein Puzzlestück und dann nimmst du das Puzzle und sagst, hey, wie funktioniert das? Das ist ein Teilgebiet, eine Religion oder ein Fachgebiet in der Physik oder in der Chemie und dann wieder hast du wieder ein Teilgebiet, wo du dich nochmal reinlust und dann wirst du immer mehr Vorstellungen kriegen, das aber wirklich nur Hirngespinste sind und hast aber das Ganze komplett aus den Augen verloren. Das ist immer wieder, wo ich sage, das ganze heliozentrische Weltbild ist einfach nur ein Wissenglauben, den du verwirklichst und den kannst du nur verwirklichen, wenn du diesen Intellekt hast. Und in einem Selbstgespräch mein schönes Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, vollkommen unsichtbare, geruchlose, geschmacklose, ungiftige Gase, die sind definitiv sinnlich nicht wahrnehmbar, sinnlich wahrgenommen nicht existent, genauso wenig wie die Strahlen, die aus dem Handy rauskommen und aus den Atomen rausgestrahlt werden. Sie existieren nur für diejenigen, die daran glauben. Und wenn jetzt zu mir einer sagt, so ein Blödsinn, wenn ich das mit dem Physikprofessor erzähle, ich kann ja hier nach Japan fahren oder wir können ja hier nach Russland fahren, Tschernobyl, was da für Kranke sind in die Kinderkrankenhäuser, was die leiden müssen, was die Krebsfälle haben. Und den grinse ich nur an und sage, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Du bist der Teufel, der das alles verwirklicht und den Sinn dahinter nicht sieht. Die Symbolik verstehen. Und jetzt zu glauben, dass ich meine, du müsstest das abstellen, wäre sofort die nächste Falle. Pass auf, du bist ein Gutmensch, du willst keine Katastrophen mehr, du willst kein Verderben, kein Vergehen mehr, du willst, dass das ganz nur eine ganz heile, in deiner einseitigen Vorstellung von Heil, Heil ist eben, dass die Polaritäten eins sind, dich auf eine höhere Ebene heben. Und jetzt ist es, jetzt setzt du dich hin und du schreibst einen Roman. Sag mal, was willst du schreiben? Also es kann zumindest kein Krimi nicht werden, weil du brauchst du Böse dazu. Du brauchst dazu hier Katastrophen, kann auch nichts passieren, weil du wirst ja auch nichts wissen davon. Du kannst nicht einmal einen Liebesroman schreiben, weil da brauchst du Missverständnisse dazu, die du da auch abstellen willst. Okay, jetzt können wir noch einen Schritt weitergehen. Beschreiben mal bitte die Natur. Was kannst du für Pflanzen aufbauen, wenn die Blüten nicht vergehen dürfen? Es funktioniert ja gar nichts mehr. Das ist, du reduzierst, was Leben ist. Du brauchst das alles für Leben. Der Gag ist bloß, wenn du der Zuschauer bist. Und dann ist ein Horrorfilm, ein Gruselfilm, ein Liebesfilm, ist alles interessant. Genau das Salz in der Suppe ist genau das, was die normalen guten Menschen, die du bisher dir ausgedacht hast, dafür kannst du nichts, was die bekämpfen. Und die sind nicht schuld, weil du denkst ja so aus. Du bist schuld. Und du bist auch nicht schuld, weil was ist der Pinsel schuld, wenn er das Bild malt? Was kann der Träumer dafür, wenn er die Scheiße träumt? Gar nichts. Aber wieso? Dann ist ja der schuld, der ihn das träumen lässt. Habe ich vor 2000 Jahren schon gesagt, ich nehme alle Schuld auf mich. Vor 2000 Jahren habe ich schon gesagt, ich nehme alle Schuld auf mich. Aber ich habe mir dabei was gedacht, das ist Liebe. Zuerst einmal unterhalte ich dich sehr lehrreich und zum Zweiten ist deine Aufgabe, das einfach zu erkennen. Dann kann mich nämlich, dann kann man einen höheren Film, einen höherwertigen Film einspielen. Das ist das Geheimnis des Lebens. Das ist immer wieder, es wird was sehr Intimes. Das Breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Da gibt es keine Sekte, keine Gruppe. Das kann nur der Geist machen, ganz alleine. Und wenn einer sich nur in einer Gruppe wohlfühlt, hier wie in unserer Gruppe, ne, ist es, dann ist er, hat er schon verloren. Dann hat er verloren. Das ist, man kann immer wieder, was in einem war so oft die Sache, ja, und kann man nicht, wenn sie Grüppchen bilden, wenn ich so, ihr dürft alles, aber lasst den Uhr außen spielen. Das ist mal, es schadet nicht, wenn man sich in einer kleinen Gruppe zusammensetzt, was hier mit der Liliane macht, aber nicht um hier Welt verbessern zu wollen, sondern eben um das System zu verstehen, dass dein Geist beweglich wird. Das war deine Frage mit dem Petschianer-Gruppe. Die hast du ja an mich gestellt. Ne? Verstehst Habt ihr du? nicht irgendwo, wo man sich zusammensetzen kann und wo man das Ganze erlernen kann und so weiter? Hast du mich ja gefragt, ob er Ich irgendwelche kann dir Gruppen nur hat. einen Petschianer. Tipp geben, ihr könnt euch da austauschen, aber ich sage dir gleich, am schnellsten öffnet sich dein Geist, wenn du es mit dir alleine machst. Das heißt dazu, das Inspirieren und wenn du, dieser Satz darf man mitschreiben, es wäre, warum? Ich erkläre die ganze Zeit, es gibt bloß hier und jetzt und alles, was du siehst, ist jetzt da und was du nicht siehst, ist auch da. Das eine ist eine Seinsmöglichkeit, das ist wie wenn du jetzt an das Internet denkst.
Jetzt ist natürlich das Wort Internet löst in dir sofort eine ganz klare Vorstellung aus. Als normaler Mensch, so wie du mit raumzeitlicher Programmierung bist, denkst du dir jetzt hier eine Erdkugel aus, die in sich vernetzt Tausende und Abertausende von Computern und Servern hat, auf denen Milliarden und Abermilliarden von Daten abgespeichert sind. Das macht das Wort Internet her. Je nach dem individuellen Schwamminhalt, wo du hast, kannst du das genauer erklären oder nicht genauer erklären, aber das, was ich jetzt gesagt habe, ist schon, behaupte ich im Allgemeinwissen. Jetzt ist natürlich das Gute, wenn ich jetzt dann frage, woher weißt du das alles, habe ich gehört. Und dann frage einmal normale Menschen in deinem Traum, die antworten ja wie Maschinen, hast du eigentlich schon mal so einen Server gesehen, dann wirst du feststellen, dass also wirklich von 99,99% der Menschen, die du fragst, die haben noch nie so einen Server gesehen, wenn sie was sehen, ihren eigenen Computer da haben, was ja ein User ist, ein US, okay? Jetzt ist es also eine aufgespannte Erscheinung. Server kann man nur vom Hören sagen. Wie viel von diesen Milliarden und Abermilliarden von Internetseiten hast du dir schon angeschaut? Dann musst du dir eingestehen, nicht einmal Promille von Promille von Promille von Promille. Das ist hochinteressant. Ich frage einen Menschen, kennst du das Internet? Und der sagt, ja. Du hast eine Vorstellung, eine ganz klare, das Wort Internet löst in dir im Maße zum deines derzeitigen Schwamminhalts, deines Programms, das du dir nicht aussuchen konntest, löst es in dir eine Vorstellung aus und das verwirklichst du in dir. Und denkst es dir aus und glaubst, du hast damit nichts zu tun. Du bist der Einzige, der es verändern kann. Dazu musst du aber dein Glauben verändern. Wenn ich dich jetzt frage, kennst du den Andreas? Dann sagst du wahrscheinlich auch, ja, du Depp. Okay? Und ich sage dir jetzt, du kennst von den Andreas, mit denen ich mich jetzt unterhalte, noch wesentlich weniger wie vom Internet. Du weißt noch gar nicht, was das ist. Da führe ich dich jetzt einmal hin, dass du einen Hauch von einer Ahnung kriegst, was du wirst. Das sind so Sätze, wo die Logik dich permanent verarscht. Ich habe die Nadja habe ich einmal gefragt, ist eigentlich eine Kastanie schon ein, Entschuldigung, ist ein frisch abgenabeltes Baby eigentlich schon ein Mensch? Es ist ja in der Astrologie, wird ja diskutiert, wann man das radig setzen muss. In dem Moment, wo die Samenzelle das Ei trifft, manche sagen so 3 Monate danach, wenn das Embryostadium eintritt, andere wiederum sagen im Moment des Abnabelns, kann man jetzt wieder diskutieren, wann müssen wir die genaue Geburtszeit, wann die Entstehung, wann ist die Radix? Und ich sage dann einfach einfachere Umformulierung, ist eigentlich ein frisch abgenabeltes Baby schon ein Mensch? Jetzt müssen wir natürlich schon wissen, was meine ich für einen Menschen? Der rote sowieso nicht, der blaue auch nicht, weil da ist ja noch nichts drin im Schwamminhalt, es ist höchstens eine Mini-Persona. Aber die Lösung ist wieder auf einem ganz anderen Bereich. Ein frisch abgenabeltes Baby ist ein Gott. Es ist ein neuer Gott. Es ist alles, ohne Unterscheidung. Es liegt da und Mund und Augen offen. Es schaut, ohne dass es schaut, und es hat den Mund offen, ohne dass es spricht. Es ist eins. Bis dann die Deppeneltern kommen und den Kindern erklären, was das alles nicht ist. Verstehst du? Ein Tisch mit der Sprache, ein das. Und jetzt könnte ich sagen, ungeformt, dieses Baby ist ein Gott, oder wir können anders formulieren, ist eine Kastanie eigentlich schon ein Kastanienbaum? Die Kastanie symbolisiert diese Deba, der Kasten, das frisch abgenabelte Baby, wo drin liegt, der Mose, wo hier eine vollkommen neue Welt aufbaut. Und jetzt ist es ganz einfach, der ganze Baum ist in den Kasten drin, bloß noch nicht entfaltet. Du brauchst erst einmal einen Baum. Baum ist Etz. Okay, das ist eine augenblickliche Geburt. Alles ist jetzt. Alles ist eine augenblickliche Geburt. Weil es ja jetzt, das jetzt ewig ist. Es ist ewig jetzt. Es ist natürlich, dass du das überhaupt nicht fassen kannst, außer du bist es. Und jetzt aus dem Ätz, aus dem Baum, der verzweigt sich jetzt, aber die Zweigen, jetzt kommen die Äste. Okay, Ast. Die Schöpfung raumzeitlicher Erscheinungen. Das erfordert, dass jede Schöpfung raumzeitlicher Erscheinungen braucht 2G. Okay, die Schöpfung raumzeitlicher Erscheinungen, der Ast braucht 2G, das sind die Zweige. Und an diesen Zweigen hängen dann entweder Soft oder Katze. Was meine ich damit? Beides heißt auf Hebräisch Ende. Wobei jetzt genau, das wird im Deutschen nur als Ende übersetzt. Wobei eine Katze ist ein Endpunkt, Katze ist Ende und Katze, spricht man so, ist ein Endpunkt. Und ein Soft ist auch Ende, heißt aber auch Schwelle, Schinnwelle, eine logische Welle. Und jetzt stellst du dir vor, wenn du jetzt eine Wand hingehst in ein Zimmer, du bist eingesperrt in einer Geburt, die immer ist. Jeden Moment ist eine Geburt, die ist im Meer. Eine Geburt im Meer heißt Zimmer. Wahrlich, ich sage dir, meines Vaters Haus sind viele Zimmer. Und jetzt deutsche Sprache und Hebräisch ist geil, ne? Richtig geiles Zeug, finde ich auch. Und jetzt pass auf, jetzt kommst du an der Wand. Könnte ich jetzt auch wieder das erklären?
Kier schreibt sich Kopf, J-Resch ist Wand. Okay? Das heißt, eine affine, göttliche Rationalität, die sich aufbaut, das ist Katze, schreibt sich auch mit Kopf vorne. Dann ist Schluss. Verstehst du? Du hast nur deine Spiegelung. Kommst du an eine Schwelle, das ist auch ein Ende. Da kannst du darüber hinausgehen in eine vollkommen neue Welt. Und das ist es, dass an den Zweigen hängen Soft, das sind die Früchte, und es hängen Blätter. Okay? Die Blätter sind die, die deppert glauben. Blätter sind alle, die in Glaubensgemeinschaften sind, egal ob das jetzt naturwissenschaftlich sogenannte intellektuelle, gebildete Realisten sind, wie sie sich selber nennen, ob das Christen Hani und Nani sind, ob das Moslem-Spinner sind, egal was. Alle, die wissen, ich habe recht und alle anderen sind Deppen. Die leben in ihren Glauben. Und jetzt schau dir mal das Gelaub an, das ist das geistige Laub, das fällt ab und es wird verrecken. Mhm. Punkt. Keine Überlebenschance. Ich bestimme das so, die Freiheit nehme ich mir. Was ein Zoff ist, ist eine Frucht. Das ist jetzt die Kastanie und die hat die Möglichkeit, eine vollkommen neue Welt zu werden. Da wächst dann aus der Kastanie der Baum raus, wieder ein Ding, und jetzt ist es, dass an so einem Baum wieder Tausende in einem hundertjährigen Kastanienleben, sie hängen wieder Kastanien dran, die runterfallen, und in den Kastanien sind wieder Bäume und da hängen wieder Bäume und ihr merkt, jetzt kommst du in die Unendlichkeit. Was uns natürlich jetzt in ein großes Problem führt, das überhaupt kein Problem ist. In der Menschheitsgeschichte dieses berühmte, was war zuerst da, das Ei oder die Henne? Weißt du, wie leicht sich das lösen lässt? Was würdest du sagen? War das Ei zuerst oder die Henne? Du weißt, dass das ein Regress ist, wo das Problem, erinnert euch an das letzte Update mit der Diana. Das Update ist ganz einfach, dass ich hier darauf hingewiesen habe, alle Probleme, deine ganzen Probleme, unter denen du immer noch, immer mehr noch leidest in deiner Personifizierung und die ganzen Probleme deiner Menschheit, die du dir ausdenkst, die letztendlich ja dein Problem sind, das ist natürlich jetzt eine Frage, die Wertigkeit hängt bloß davon ab, wie wichtig du dich nimmst oder wie weit deine Glückseligkeit davon abhängig ist, dass die Welt so glücklich ist, wie du meinst, dass die sein müsste, dass sie glücklich ist, dass du glücklich sein kannst. All diese Probleme lassen sich so leicht lösen, wie das Dreieck mit zwei Strichen zeichnet. Das für einen, der das nicht kennt, im ersten Moment als unmöglich gilt. Und wie gesagt, wenn man die Lösung dann sieht, treibt dann das ein Lächeln ins Gesicht. Und soll ich dir die Lösung dazu verraten, wo die Menschheitsgeschichte, das ist ja interessant, dass Philosophen das schon beiseite schieben, weil es keine Lösung gibt. Was war zuerst da, das Ei oder die Henne? Du wirst keinen finden, kann Biologen, kann Chemiker, kann Physiker, keinen, der dir die Lösung sagt. Und die ist genauso offensichtlich. Du musst bloß begreifen, dass es bloß jetzt gibt. Die Fragestellung, was war vorher da, ist schon die Falle. Und wenn du das wegmachst, dann stellt sich die Frage nicht, da ist ein Ei. Ei ist eine göttliche Schöpfung, das ist nichts. Und da kommt ein He raus, das Ne oder Neues. Stimmt oder stimmt? Ei, okay. Und dann haben wir He. Machen wir jetzt so, je nachdem, wie wir schreiben, das ist das Ei und das ist die göttliche Schöpfung, und da kommen Wahrnehmungen raus. Und die wechseln ständig, aber hier und jetzt. Und das Wechseln, den Zustand von Zeit kriegst du erst, wenn du in die Vergessenheit gehst. Vergessenheit ist wohlgemerkt nochmal nun schien he, eine logische Existenz, die zum Wahrnehmen anfängt. Aber da musst du zuerst glauben, ich bin ja der oder der Mensch. Damit hast du schon vergessen, dass du eigentlich ein Geist bist. Du sagst jetzt, ich beobachte mich. Dieser Mensch hat vergessen, dass er ja ein Mensch ist, weil er glaubt, er ist eine Person. Und diese Person wiederum trennt sich von all den anderen Sachen, wo sie sagt, das bin ich nicht, das bin ich nicht, das bin ich nicht, das bin ich nicht, das bin ich nicht. Das ist die Person, das ist das kleine blaue Ich. Und darüber steht jetzt ein großes Ich. Das ist eigentlich hier schon ein bisschen mehr, ist aber immer noch blau. Das ist jetzt diese Reihenfolge. Schau, ich mache das nochmal. El Hayom, Gott das Meer. Aus dem entspricht ich UB. Dieses IUB ist JCH, das heißt ein göttliches Chat, eine göttliche Kollektion ist eine Verbindung von Wissen. Rot, eine Verbindung von Wissen. Jetzt haben wir, aus diesem wiederum öffnet sich ein Ich Bin. Ich ist jetzt mit I geschrieben, im lateinischen ABC ist es I ein Tet, das J ist das 10, ABCDE, bla bla bla. Das heißt, das ist aber auch rot, das ist ein Tet, ist ja neu, steht für neu, 9. Ist eine neue Existenz, aber eine neue geistige Existenz. Und ich habe jetzt das deshalb so geschrieben, dass aus dem Ich-UB entspringen viele Ich-Bins. Das sind die Geistesfunken. Das, was ich Geistesfunken nenne in die Updates. Und die sind alle polare Götter in mir. In mir. Und jetzt öffnet sich hier Existenz.
Okay, und aus dieser kommt jetzt dann ich Mensch und dann geht es weiter, ich Person und diese ich Person sieht ihre Wahrnehmungen. Und das hier unterliegt dann ständigen Wechsel. Erst die rote Ebene bleibt ewig. Jetzt wirst du feststellen, dass das, was sich am schnellsten verändert, die schnellste Bewegung, sind die Dinge. Okay, übrigens die, im Hebräischen gespiegelt J, die Öffnung dieses blauen Gottes, des blauen Ich, das ist ja deine Rationalität. Pass auf, ich mache, bevor ich da weiterrede, nochmal vielleicht eine kleine Computermetapher. Das Ich Bin ist das Betriebssystem, wir können das anders stufen auch, ein Betriebssystem in einem Computer in der klassischen Form von den alten, mittlerweile sind ja Betriebssysteme schon voller Programme, wenn du die magst, aber im klassischen Basic, wenn du ein C64 zum Beispiel dir kaufst, das interessante Zahl, 64 Hexagramme, 4 hoch 3, 3 hoch 4, die Spiegelung, wenn du ein C, die Iteration der 64, das heißt die Iteration der raumzeitlichen Öffnung. Ich sagte mir, ihr seid Basic-Logik, ne? Der läuft mit Basic und dieser C64, wenn du gekauft hast, da war nur das Betriebssystem drauf, den konntest du, wenn du den ausgepackt hast, nicht einmal als Taschenrechner benutzen. Du musst das der Programm schreiben, dass du den als Taschenrechner benutzen kannst. Weil das eine reine, abstrakte Maschine ist und das Betriebssystem ist praktisch der Knecht, der alles macht. Okay? Was er machen soll, braucht er dazu zuerst einmal Daten, mit denen er arbeiten kann, und er braucht eine Regelanweisung. Das ist dann das Programm. Das heißt, Programme sind Regelanweisungen, Daten, immer in der Regel noch mit einer gewissen Form von Daten dazu. Wenn du zum Beispiel hier sagst, du hast jetzt hier ein reines Lexikon zum Abfragen, was früher, mittlerweile hat es ja keiner mehr, weil jetzt hat man Internet, aber früher musste man immer Lexikon noch kaufen, dann hast du viel Daten, aber relativ primitive Software, weil das ist ja reines Suchprogramm, hast du irgendein Videospiel oder was, sind zwar auch viel Daten drauf, aber die kannst du eigentlich gar nicht abrufen, bloß in Form von Bildern, da geht die Verknüpfung, das Reaktionssystem ist da interessanter. Und du kannst jetzt in ein und dasselbe Betriebssystem, kannst du sehr, sehr viele verschiedene Programme einbetten. Das ist so wie du, dass ich jetzt auch du bist, dieses Ich Bin ist ein Betriebssystem und das Betriebssystem macht immer je nachdem mit welchen Daten und Programmen. Das ist das Ich, der Mensch, das ist das Programm. Und der braucht ein Betriebssystem, das braucht das Ich Bin, weil der verwirklicht das Ganze, das Programm. Und jetzt kann aber dieses Ich Bin, kann verschiedene Menschen in sich, Denksysteme, Religionen verwirklichen. Du brauchst aber die Daten und die Software. Und du wirst jetzt feststellen, als ich bin, dass du hier, je nachdem, wenn du jetzt eine ganze Palette von Programmen hast, dass manche untereinander kompatibel sind. Du kannst zum Beispiel Excel und Word und Office austauschen und dann wieder andere Programme, die auch im selben Betriebssystem eingebettet sind, überhaupt keine Kompatibilität haben. Du kannst dieselbe Metapher aufweiten, dass ich sage, du bist jetzt ein Geist und du benutzt verschiedene Glaubenssysteme, Religionen, dasselbe in Grün. Ich habe doch diese schöne Metapher, dass ich gesagt habe, stell dir vor, du bist ein Mensch, du bist ein Geist und deine Religionen ein göttlicher Körper, und mir sagen wir mal, deine Körperglieder sind die Religionen der Welt. Und eine Religion ist das Auge, eine Religion ist das Ohr, eine Religion ist das Schmecken und so weiter. Da muss dir eins klar sein, dass das Auge weiß absolut nichts vom Ohr, es kann das Ohr nicht sehen. Das Ohr wiederum wird niemals irgendwas von dem Auge verstehen können, weil das kann das Ohr nicht hören und so weiter. Und ein Mensch, der jetzt sagt, nur Schmecken ist richtig, mit allen anderen Scheiß will ich nichts zu tun haben, das sind eh alles bloß Deppen. Der reduziert sich automatisch in dieses System rein und damit hat er sich selber vergessen. Du als Geist wirst aber keins dieser Systeme, die sich auch untereinander nicht kompatibel sind, die verbinden sich in dir. Verstehst du? Du bist der Verbinder und du nutzt all und möchtest kein einziges wissen. Und das ist genau das, was ich dir mit Holofeeling sage. Du wirst von mir nie hören, dass was schlecht ist. Wenn ich es nicht gewollt hätte, hätte ich es nicht erschaffen. Und ich betone immer wieder, dass alle Religionen einen ganz speziellen Sinn haben. Wenn ich jetzt auch die Buddhisten gehen in die und die Falle, da sind aber auch eine Grunderkenntnis da. Das war in dem letzten Update. Da geht es rein um die Erkenntnis, was im Buddhismus, der erste Punkt ist, ich bin Geist. Und was ich mir ausdenke, ist eigentlich nichts. Ständig wechselnde Illusionen. Was natürlich jetzt das hatte, ist, dass die dir einreden, dass es nichts ist und die wollen das Nichts werden. Weißt du, die wollen nichts werden, die in die Stille. Das ist nicht das Ziel. Darum sagt hier jetzt zum Beispiel, wir denken uns jetzt einmal an Osho aus, an Bhagwan. Das übrigens auch, sind keine, was gedacht ist, hat nie was verstanden. Den lass ich dir einfallen, den denkst du jetzt, den hat es in der Vergangenheit nie gegeben. Solltest du auf Resonanz gehen und den genau studieren, wirst du begeistert sein. Aber du wirst auch, wenn du wirklich eine eigene Meinung hast, feststellen, es ist nur ein unendlich belesener Mensch, der sich unheimlich mit Philosophie auseinandergesetzt hat. Unheimlich breit gefächert mit Philosophie, ein eigenes Süppchen kocht. Es bleibt letzten Endes ein Gedanke, den du denkst. Und ich betone nochmal, in dieser Hierarchie gibt es nichts, was du denken könntest, was mehr wissen könnte wie du.
Du kannst dir jetzt einreden, dass der Professor oder der oder der oder der Udo, den du dir ausdenkst, mehr weiß wie du. Fakt ist, du bist der, der denkt, und der Udo ist jetzt einfach nur ein Gedanke in deinem Kopf, eine Information. Und jede Information in deinem Kopf ist so, wie du sie denkst, wobei du noch keinen Einfluss darauf hast, was du denkst. Der mehr weiß wie du, das bin ich. Das ist das rote IOB. Und ich inkarniere mich jetzt in dein Bewusstsein, wie ich dort geschrieben habe, in der Diana ihr Bewusstsein oder Nadia ihr Bewusstsein. Und das ist, wenn ich wiedergeboren werde, werde ich wiedergeboren in deinem Geist. Das bedeutet es. Das bin aber nicht ich, das ist eine Figur, eine Erscheinung. Und weil du nicht nach hinten schauen kannst, erkläre ich dir jetzt der Figur, die du zu sein glaubst, die du ja auch nicht bist, du bist der Geist, der jetzt zuhört. Das ist nicht der Körper, es hören jetzt nicht deine Ohren, die du dir jetzt ausdenkst. Wo sind eigentlich deine Ohren, wenn du nicht an deine Ohren denkst? Wo ist dein Gehirn, wenn du nicht an dein Gehirn denkst? Du merkst, die Falle ist der materialistische Glauben. Dir geht immer mehr auf, dass dieser fehlerhafte materialistische Glauben eine Übergangsstufe ist. Du kannst nämlich das Licht erst dann genießen, wenn du vorher in der Finsternis warst. Wir sind wieder bei einer Gedankenwelle. Anders geht's nicht. Und das wird eine Sache, die musst du ganz mit dir selber ausmachen. Da ist immer wieder dieses Spiel der Vollkommenheit, dass du brauchst deine Vergessenheit. Selbst das erkläre ich, weil sonst kannst du keine Bilder machen. Du kannst nichts erleben. Und das ist diese Situation, dass ich immer wieder sage, du stellst dir jetzt vor, raumzeitlich gedacht, ganz normal, als normaler Mensch, so wie du das gewöhnt bist, du fährst schweißgebadet hoch im Bett, sitzt da, schaust dich an und sagst, boah, Gott sei Dank, ich habe das bloß geträumt. Oh, die Scheiße, was ist denn jetzt los gewesen? Das heißt, hör genau zu, im Moment des Erwachens, ist ein Erwachen, im Moment des Erwachens wird dir bewusst, dass alles, absolut alles, was du jetzt dir denkst, was du vorher angeblich erlebt hast, ist nur ein Gedanke, der jetzt gedacht ist, fällt in diesen, die ganze erlebte Geschichte fällt in dem einen Gedanken zusammen, dass das nur, ich sage ein Hirngespinst einmal, wie man so schön sagt, es gibt nicht aufs Gehirn bezogen, dass das nur eine Illusion war. Und interessant ist, wenn du dich jetzt anschaust, zumindest das, was du zu sein glaubst in dem Moment, da du schweißgebadet doch da sitzt zitternd, muss dir klar sein, solange du nicht wusstest, dass du träumst, war das Scheiß echt. Sonst würdest du ja jetzt nicht schweißgebadet da sitzen. Erwachen heißt, dass dir bewusst wird, dass alles, was angeblich vorher von dir erlebt wurde oder von dir gedacht wurde, dass es nur Illusion, absolut hyperrealistische Information war. Was das Problem ist, dass du im selben Moment aber schon wieder eingeschlafen bist, weil jetzt bist du schon wieder, glaubst schon wieder Körper zu sein und jetzt glaubst du, jetzt bist du wach. Das ist das Problem in dem Film Inceptions, dass die nämlich versuchen, auf die oberste Ebene zu kommen. Und hier, was hier die Falle ist, dass man davon ausgeht, dass die oberste Ebene eine materialistische Realität ist, die unabhängig von dir existiert. Das ist einmal das Erste, was man zu erkennen hat. Und ich habe jetzt den Film Inceptions in Österreich und in Überlingen, wie ich war, mehrere Male hier schon zigfach, weil die kommen immer und erklären, schaust den nicht nochmal mit mir an und das ist dann meistens Akt vor 5-6 Stunden, weil der so überladen ist mit Symbolik, dass hier zum Beispiel, ich greife immer, die gehen ja immer tiefer rein, Traum in Traum in Traum und dann dehnt sich ja die Zeit immer mehr. Okay? Ich mache jetzt das ganz kurz, die Zeit dehnt sich mehr, das heißt jetzt auf der ersten Ebene eine Minute ist unten eine Stunde und dann nochmal ein Traum ist dann hier noch weiter, was hier Stunde ist, ist dann eine Woche. Wie man das aufdehnen, spielt keine Rolle. Und dann ganz im Limbus unten. Und jetzt ist, wenn du natürlich jetzt in dem Film die Ebenen wechselst, hast du immer, ich nenne das einmal Realzeit, dein normales Zeitempfinden. Und jetzt ist es aber, das dehnt sich ja die Zeit. Das heißt, es wird immer langsamer. Jetzt das Verrückte, was ich sage immer, warum ist es dann, wenn die dann ganz unten sind und nach oben schauen, dann wird er kurz zurückgeblendet, wo dann der Bus von der Brücke stürzt, ja, dass oben das steht. Wenn das ja, doch unten langsamer ist, wieso steht es dann oben? Weil es in einem ist. Das ist sowieso, was hier interessant ist, dass du ja, wenn du hochschaust, und das ist es, oben ist viel schneller, und mach einfach, ohne jetzt das genauer, kannst du selber Gedanken darüber machen, es geht hier um die Lichtgeschwindigkeit. Das, was sich am schnellsten bewegt, bewegt sich gar nicht mehr. Und jetzt pass auf, unsere klassische Fourier-Transformation sieht ja so aus. Du denkst dir das jetzt so aus. Ja, genau. Wir machen nur eine Wellenhälfte. Fakt ist, auf der Ebene ist Plus und Minus gleichzeitig. Das heißt, du machst hier ein gewisses Geschwingel. Das ist übrigens das Wort berühren, ist da interessant. Berühren. Berühren. Wenn ich was berühre, bewegt sich das ja nicht, aber ich fange an zu rühren. Das führt mich dann übrigens in den Brei. Das ist rühren oder schlagen, das ist plus, minus, plus, minus. Das Wort Brei, Brei hast du wieder im Spiegel. Okay? Wobei man hier dieses im Spiegel, das lateinische Wort Puls, ich habe das schon ein paar Mal in Updates erwähnt,
Das Wort Bulz, das heißt, das auf Altlateinisch heißt es Brei. Das wissen viele nicht. Bulz, das altlateinische Wort Bulz heißt Brei. Und zwar ist es eine Übertragung von einem Brei schlagen. Und da ist dann, hat sich das dann so verwässert, dass dann nur noch das Schlagen da war. Aber das kommt vom Brei. Da steckt auch das Bulz, steckt die Polenta mit drin. B-U-L-B-O-L. Die Polenta, der Brot. Maisgris. Maisgris, das ist Brei schlagen. Ja. Aber Bulz, in der ganz altlateinischen Sprache heißt es Brei und Brei wiederum heißt im Spiegel. Und jetzt, wenn du uns eine Spiegelecke nimmst, dann hast du tuk, 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 tuk. Ist natürlich jetzt nur wieder auseinandergedacht. Weil es holt ja alles, oder hier, tuk, 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 wenn man Spiegel drin macht. Aber es passiert hier und jetzt, nicht raumzeitig. Weil wenn du dir jetzt zum Beispiel, denk dir mal hier eine Sonne aus, denk einmal an eine Sonne und jetzt denkst du, die Kugel, die um die Sonne rumkreist. Und jetzt denk an einen Fußball. Ist jetzt der Fußball, den du denkst, ist der jetzt kleiner und unbewegt und die Erde, die um die Sonne rumkreist, größer? Du wirst feststellen, es ist alles in L. Es ist alles in deinem Geist und du denkst es dir aus, du denkst es dir auseinander und alles, was du denkst, ist so, wie du es denkst. Und es ist nur, wenn du es denkst. Darum sage ich, es gibt nichts. Es gibt nichts. Und das ist das Wichtigste, was du für dich in Anspruch nehmen musst. Und da braucht man jetzt wieder auf der anderen Seite Demut dazu, weil das darf nicht zu einer Hybris in Bezug auf deine Person führen. Es gibt nichts, was du denken könntest, was mächtiger ist wie du. Und ich betone, was du denken könntest. Weil alles, was du denkst, immer nur oder wahrnimmst, immer nur in dem Augenblick existiert, in dem du es denkst, es wird genau so in dir erscheinen, wie du das definierst, egal ob du das jetzt sinnlich wahrnimmst oder bloß gedacht. Ich kann mir jetzt zum Beispiel eventuell einen Udo vor mich hindenken, der sinnlich von mir wahrgenommen wird. Ich kann den auch nur mir feinstofflich vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Person anschaue, ich sitze jetzt vor einem Lautsprecher und ich höre diesen Vortrag und ich denke mir jetzt, das wurde irgendwann in der Vergangenheit aufgenommen und da sind die an einem Tisch, sitzen in einem kleinen Kreis und hören den Udo zu. Wo ist das jetzt? Wo spitzt sich das alles ab? In dem Geist, der sich's denkt. Egal, ob das sinnlich ist oder nicht, das sind Fakten, das sind wirkliche Fakten. Und jetzt ist es, dass es nochmal, alles, was du dir denkst, ist genauso, wie du denkst, dass es ist. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel irgendwelche gescheite Menschen, Professoren ausdenkst, von denen du denkst, dass die mehr wissen wie du, natürlich du in Bezug auf deine dumme Persona, Persona kann sowieso nichts wissen. Und solange du glaubst, du bist der Persona, hast du dich vergessen, dich Geist, der hinter der Persona sitzt. Und dann hast du auch vergessen, wer dich nährt. Das ist die andere Richtung, in das Große, in das höhere Chat rein. Das sollte dich immer mehr interessieren. Dann geht's dahin. Und wenn du die Sachen nicht mehr denkst, sind sie weg. Also kann es nichts geben, was mehr wissen kann wie du, was du denken kannst. Was mehr weiß wie du, das ist das, was dich denken lässt. Und das ist, da beginnt jetzt der Glaube. Aber auch hier diese Sache, dass mir das klar sein muss, dass ich immer wieder sage, in dem Moment, wo dir das bewusst wird, ist das erste Satz Christusbewusstsein. Ich nehme alle Schuld auf mich. Jetzt lass dir mal vor irgendeinen evangelischen oder katholischen Pfarrer erklären, was das bedeutet. Ich erinnere hier an meine kleine Hasengeschichte aus Ich bin du. Verstehst du? Da wurde einer abgeschlachtet und der hat die Schuld auf sich genommen und darum seid ihr erlöst worden. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, wenn man das im Kontext sieht. In dem Moment, wo ich bewusst mich klein mache und sage, ich bin ja nur ein Einfallspinsel, ich bin ja nur ein unbewusster Träumer, ich kann mir nicht raussuchen, was ich träume. So wie der Pinsel sich nicht raussuchen kann, was er malt. Aber ich träume es trotzdem. Und alles, was ich träume, wird in mir genauso in Erscheinung treten, wie ich es ausnehme. Und jedes einzelne Ding wird qualitativ von mir so bewertet werden, wie ich es bewerte. Und so wird es mir erscheinen, wie ich es bewerte. Wenn ich einen Film anschaue, ob das ein guter oder ein schlechter Film ist, wenn ich ein Buch lese, ob das ein gutes oder ein schlechtes Buch ist, das bestimme ich, einzig und allein ich. Und so, wie ich es bestimme, werde ich es empfinden. Das ist meine Form von Gerechtigkeit. Auge um Auge, Zahn um Zahn. So bringe ich dann meine kleinen Geistesfunken dazu, irgendwann einmal zu wirklicher Liebe zu werden. Nicht nur dieses Einseitige, das will ich und das will ich nicht, so wirst du nämlich nicht vollkommen. Wenn du auf wirkliche Liebe triffst, habe ich ja ein paar Mal schon erzählt, jetzt zum Beispiel auf den Udo, und du hörst den oberflächlich zu, ohne Hintergrundwissen, wirst du zuerst den Eindruck haben, dass der Typ eiskalt ist, skrupellos. Ich sage euch, schlag sie doch alle tot. Lies aber meine Bibel. Da geht es dann im weltlichen, moralischen Sinne, was du solche Schriften, geh mal ins Internet und such mal, wie oft das da drin steht, die hat sich eigentlich auf dem Index, die hat sich wie Videospiele verboten, weil das, der Gott ja so grausam ist, dieser Gott der Juden, das ist ein grausamer Gott, wie kann man sowas anbeten? Weil die überhaupt den Kontext nicht verstehen, es sind Symbole, ich sage, schlag sie alle tot, total machen heißt eins machen. Du musst die zum Fressen gönnen, so wie ich. Und das ist nicht diese einseitige
Bussi-Bussi-Gesellschaft auf der unteren Ebene, was nicht unbedingt schlecht ist. Das ist, du musst alles zum Fressen gern haben, weil du alles sein musst, du musst alles essen. Das mag ich nicht, gibt's nicht. Weil dann hast du auch keine Magie in dir. Das ist das alles Überwindende. Dann haben wir wieder die weiße und die schwarze Magie, dann trennen wir schon wieder in die gute und in die böse Magie. All das Ganze, und dann kannst du sagen, du kannst immer wieder drehen. Ist jetzt weiß gut oder ist es schlecht? Ist schwarz gut? In Krishna ist schwarz. Das ist der Vorteil im Hinduismus. Das weiß, ich weiß. Wie meine ich jetzt, ich weiß? Meine ich das wirklich, das strahlende, geistige Weiß, das Wissen, was eigentlich Weisheit ist, ohne Unterschied? Oder meine ich dieses blau geschriebene, ich weiß? Was ich sehr interessant, dass das Wort Weiß im Hebräischen, schreibt sich im Hebräischen LBN, Lamed Bet Nun, Leben. Das ist, ich weiß. Ist übrigens dieses Leben, Lebender ist dann auch der Backstein. Backstein, Ziegeln, das kommt hier in den Turmbau zu Babel, ganz durch. Wenn du im Original lesen musst, das Ziegeln, soll ich Ziegeln übersetzen, da die alten Schriften, das war dann immer Leben, sich das, dieses Leben wiederholt. Und das ja mal Ziegel heißt, Ziegelstein, Backstein. Aber jetzt schauen wir uns das deutsche Wort Backstein wieder an, weil das ja eigentlich die geistreiche Sprache ist. Das Hebräisch, sag ich, ist nur das Werkzeug. Da muss ich wissen, Back, also B-Kaf, mal gelesen, heißt in dir, es dir ein. Und was ist das, wenn in dir ein SD1 ist, ein Backstein? Leben. Und das ist ein Ziegel. ZI, die Geburt Gottes, ist ein geistiges L. Gall ist eine Welle. Aber Egel. Egel ist es kalt. Ja. 70 Egel, Agol ist es kalt und es heißt Runden ziehen, Kreise drehen, heißt es auch. Die Gefahr. Agol. Merkst du, dass das absolut die ganze hebräische Geschichte, erst wenn du das zu deuten weißt, zu verdeutschen weißt, dass das so lückenlos stimmt, und dann wirst du auch merken, dass egal welche deutsche Übersetzung du mir gibst, dass die auch alle stimmen, jedes für sich, was deutsche Worte benutzt, wenn mit demselben System immer wieder denselben Kontext geben. Also du brauchst das Original gar nicht lesen, du musst dieses System verstehen. Und dazu brauchst du zur Vollkommenheit dann doch das Grundwissen von dem Hebräischen. Wobei man das nicht verwechseln darf jetzt mit Ivri-Sprache, mit den Juden, die wir uns ausdenken. Es ist einfach nur ausgedacht, ist ausgedacht. Aber wir kommen hier mal kurz zurück, oben und unten. Unsere Einheitswelle und die Fourier-Transformation ist ja, dass er dann, ich kann jetzt das bloß grob zeichnen, ich mache es bloß auf der Hälfte, weil das ja genau genommen drunter steht. Ne? Wenn das drunter steht, ist interessant, dass sich das ja wieder genau aufhebt. Das also, das, diese Formel, wo ich da bringe in der Fourier-Transformation, das heißt eigentlich nur Sinus 1, x ist eine Schwingung und die erste Schwingung dauert unendlich. Das ist unendlich, das ist das ganz große 1, unendlich. Okay? Dann haben wir das nächste, das ist unsere Trinität, das heißt dann 3x, ein Drittel x. Ein Drittel x heißt definitiv, dass wenn das jetzt 1 ist, okay? Klingt viel komplizierter, wie es ist, wenn ich nicht auskennst. Wenn wir da den Wert einsetzen, das ist normal Winkelfunktion, hat man normal in der 5. Klasse oder in der 6. Klasse, dass hier, du musst dir, pass auf, hast du dich da schon mal ein bisschen damit beschäftigt? Ich erkläre es ganz einfach, wenn jetzt der Umfang ein Faden wäre, und wir ziehen von hier den Faden, okay? Ja. Und dann kann ich mir sagen, jetzt meinetwegen, das wäre ein 10 cm Umfang. Dann ist es genau, dass man hier, wenn man jetzt da 10 cm Umfang, oder sagen wir 12 cm Umfang, dann ist ja hier ein Viertel da, dieser Punkt, wenn wir das jetzt hochfahren, bei 1, das beschreibt immer den Höhewert, okay, das ist praktisch Sinus 45 Grad, wenn wir den rüber machen, wäre der hier genau bei 0,707, okay, Sinus 45 Grad, wenn wir den jetzt rüberziehen, dann müssen wir die Fadenstrecke, wenn wir da reinfahren, wenn wir hochgehen, wäre das genau der Punkt. Aber was jetzt wichtig ist, dass ein Drittel heißt, dass wieder ein Kreis ist, der genau über ein Drittel so groß ist, aber sich dreimal so schnell dreht. Dann ein Fünftel, ein Siebtel, ein Elftel, geht es rein. Das heißt, umso mehr wir reingehen, umso kleiner wird es, aber umso schneller. Pass auf, stell dir mal Folgendes vor, wir machen hier ein Stecken, ein Besenstiel, dann machen wir einen Faden dran fest und da hängen wir jetzt eine Schnur dran mit einem Stein außen. Und dann, jetzt ist, wenn der unendlich lang ist, wird man, wenn man für eine Umdrehung unendlich lang. Und umso kürzer der wird, das wird sich jetzt um den Stecken, SD-Ecken. Und dann wirst du meinen, und jetzt im Idealfall, jetzt rein, wenn wir das einmal die Durchmesser rauslassen, wenn er ganz innen ist, ist er unendlich schnell. Das heißt, wenn der immer kleiner wird, ist der unendlich schnell. Das heißt, im Zentrum, und jetzt natürlich Zentrum ist ja der Stachel. Viele immer wieder, ich betone, wenn du das wieder mit normaler weltlicher Programmierung, geh jetzt auf die Straße an der Hochschule und frag die Leute, was bedeutet Zentrum, dann wird es erst einmal
ich behaupte mal alle, bis ein Promille von Promille von Promille, dass die es vielleicht wissen, Zentrum, sagen die Mittelpunkt. Fällt mir übrigens gut, mit L in einem Punkt. Ich finde es ein schönes Wort. Mit L in einem Punkt. L ist in diesem Punkt. Okay? In diesem Mittelpunkt, das Zentrum überhaupt nicht Mittelpunkt heißt, das heißt nur übertragenerweise. Das ist immer das übertragenerweise, haben wir auch beim Radius. Zentrum heißt übertragenerweise Mittelpunkt. Schau, ich mache mal den kleinen Zirkel. Ich übertrage den. Übrigens, das Wort Zirkel beginnt mit Zir. Zade, J, Resch. Und dieser Zir, dieses Zir heißt Dreh und Angel, unter anderem Dreh- und Angelpunkt im Hebräischen. Angelpunkt. Dreh- und Angelpunkt im Hebräischen. Unter anderem ist eine ganze Latmai. Das ist übrigens, wenn man Stein und Flöte kennt, ist das die Zirbel. Das ist ja der Gott, wo sich da versteckt hat. Ja. Das ist, darum habe ich da die Zirbel reingesetzt. Muss ja auch, wenn es den B-Mann gibt, der muss ja von irgendwo, muss der inspiriert sein. Meinst du, dass irgendein Mensch, den du dir ausdenken kannst, dass der irgendwas von sich aus machen könnte, wenn es ihm nicht einfällt? Und wenn du jetzt raumzeitlich denkst, jeder einzelne Musiker, der ein Lied schreibt, der kann nur das schreiben, was ihm einfällt. Die ganzen Videos sind von mir. Alles. Und die wurden nie in der Vergangenheit, das ist nur eine Krücke, wo du dir jetzt ein Konstrukt machst mit Menschen, die das gemacht haben und dann ins Internet gestellt haben. Das ist alles von am Beginn der Zeit. Das ging schon wieder nach Vergangenheit. Nee, das ist alles im ersten Wort, W-Ort. Das ist der Urknall in der Physik. Und aus diesem Urknall dehnt sich alles aus. Und da passiert was sehr Eigenartiges, wenn du dir jetzt einmal einen Luftballon vorstellst. Ich springe jetzt da etwas. Ganz kurz, um den Kreis zu Ende zu machen. L. Und das ist leer. Mhm. Und das ist unendlich schnell und das ist unendlich langsam, wobei das eigentlich das ist. Mhm. Weil bei Lichtgeschwindigkeit, in der höchsten Geschwindigkeit ja alles das in einem Punkt zusammenfällt und alles, was drumherum ist, okay, jetzt merkt ihr, dass Physik, Arithmetik, all diese Sachen, alle Formen, werden über Holofeeling mit diesem System komplett schlüssig. Alle Formen auch, wenn ich immer mein berühmtes, wo ich zeichne, nur als Beispiel die Kreisformel und diese Einstein-Formel. Wo ich schreibe, was hat der Einstein, der von allen bewundert wird, eigentlich gemacht? Der hat nur die Kreisformel anders hingeschrieben. Kannst du dich da erinnern dran, ganz grob? Das ist das, arithmetisch ist es das einfach nur die Kreisformel, das Gesetz der Kreisformel. Was anders ist es nicht. Ist das eigentlich schon groß einmal dann auffallen? Und du wirst feststellen, was du um dich herum hast. Die Weisen deiner Welt, ich schreibe in der Bibel, zeig mir die Weisen deiner Traumwelt und ich werde dir zeigen, dass das alles geistlose Zombies sind. Da steht eigentlich Dummköpfe. Wisse, dass meine göttlichen Weisheiten in den Supergescheiden deiner Welt ja bloß Märchengeschwätz ist. Du sollst aber auch wissen, dass denn ihre Weisheiten in meinen göttlichen Augen Kinderkacke ist. Und du musst dich jetzt nur entscheiden, wie du mehr vertraust. Das ist das Einzige, das die Entscheidung nimmt dir keiner ab. Und wenn ich jetzt das erzähle, dass ich jetzt, wir haben ja so einen guten alten Freund von uns, der sich immer darüber aufregt, wenn man einen Rindviecher nennt. Das ist, wenn das überhaupt eine Berechtigung hat, dann hat es in Bezug auf diese Person. Insider versteht den Witz. Weil er sich ja selber laufen, das ist das Interessante, die Schizophrenie, wo du siehst, dass hier permanent Liebe gepredigt wird, aber hinrum permanent auf irgendwas rumgehetzt wird. Und wenn er sich da einklingt, versumpft er, es ist sinnlos. Ich habe also hier 99 in die ersten Updates schon darauf hingewiesen, dass das eine tote KI ist. Aber jetzt ist das Problem, erklärt es der KI nicht, weil die wird immer und immer wieder nachschießen, weil die nicht die Demut, Geist hat die Demut, dass er einfach sagt, Schluss. Das ist das, die Rechtfertiger, die Rechthaber, die sich in einem Fort hier echauffieren, dass sie besser sind und ich war ja missverstanden, ist ein klares Zeichen, dass das vollkommen geistlose Mechanismen sind, die Recht haben wollen. Und ich sage ganz einfach, ich will nicht Recht haben, ich diskutiere auch mit keinen Menschen. Diskussion ist ein Kampf um einen Standpunkt. Ich diskutiere mit keinem, ob die Tasse der Hände rechts oder links ist oder ob sie hell oder dunkel ist, weil für mich alles gleichzeitig ist. Ich führe einen Monolog, ich bin der Monolog. Das ist Liebe. Das ist nur absolute Liebe und ich habe schon mal eine kleine Schrift, dass viele behaupten, der Udo ist ja so klasse jetzt in Bezug auf diesen Udo, den ihr euch ausdenkt. Und andere sagen wieder, das ist ein Spinner, der behauptet ja, der ist Gott. Und ich sage jetzt nicht, die einen haben Recht und die anderen haben nicht Recht. Ich bin ein Kegel. Die einen sagen, ich bin ein Kreis, die anderen sagen, ich bin ein Dreieck. Soll ich denen, die behaupten, ich bin ein Dreieck, behaupten, das bin ich nicht? Aber jetzt haben es dann beide nicht recht, weil ich weder ein Kreis noch ein Dreieck bin, sondern ein Kegel. Kegel ist eine Dimension höher. Das ist das, was man... Und
Jetzt ist natürlich die Sache, dass der Udo, alles, was wir denken, das ist nur deshalb da, weil du, Geistesfunken, dir das jetzt denkst, weil ich dir das denken lässt. Jetzt meine Frage, die ich mir stelle, dass ich einfach überprüfe, verstehst du das auch, was ich dir in einfachen Worten mitteile? Ich erkläre dir laufend, dass du das Mächtigste bist in deinem Traum, was es gibt als träumender Geist. Aber dass du noch ganz andere, wenn Menschen träumen, und jetzt Mensch rot geschrieben, das sind die Ich-Bins, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Darum habe ich, es gibt viele Ich-Bins. Du kannst aber nur deine Spur sehen. Das akzeptieren wir mal als möglich, dass neben dir noch Ich-Bins sind, weil das wird sich nämlich auch, diese anderen Ich-Bins lösen sich spätestens auf der Ebene auf. Weil dieses, das Ich-Bin, das da sagt Ich-Bin, ist nämlich zuerst einmal Ich-Bin, so wie du jetzt wieder glaubst, dass da Menschen sind. Und ab dem roten Bereich hier in dieser Tafel, das ist ewig, das ist unvergängliches Bewusstsein. Und das hier ändert sich ständig, weil das Ich, das personifiziere ich, rein gefühlsmäßig, wir sprechen dir nochmal ein eigenes Gefühl zu, dann wirst du feststellen, dass dieses personifiziere ich, wenn es sich zumindest seiner Persona bewusst ist, länger da ist wie alles, was du anschaust. Das Vergänglichste, was es gibt, ist schlichtweg und einfach deine sinnliche Wahrnehmung. Es ist ja so, dass hier eindeutig ein Haus länger existiert wie eine Blume und ein Berg länger existiert wie ein Haus. Wenn du hinschaust, wirst du feststellen, dass ob du egal einen Tisch, ein Haus, einen Berg anschaust, dass all diese sinnlich wahrgenommenen Sachen, die dir aufgrund deines Glaubens in einer gewissen Entfernung erscheinen, und Entfernung heißt eigentlich in deinem Bewusstsein als Information auftauchen, hochkonzentriert, dass all diese Erscheinungen immer nur in dem Moment existieren, wo du sie wahrnimmst.